Grüß dich, liebes Kindergartenkind. Hier ist wieder die Frau Lössl. Und heute kommt, wie versprochen, der zweite Teil von meiner Jesus-Geschichte. Ich habe dir ja schon gesagt, erst wird es noch ein bisschen traurig, bevor es wunderschön wird. Und das Versprechen, das kann ich auf jeden Fall halten. Auch diesen Teil meiner Jesus-Geschichte habe ich hier aus meiner Kinderbibel. Viel Spaß damit! Du weißt ja noch, dass Jesus nach dem letzten Abendmahl mit seinen Jüngern zum Ölberg gegangen war, um zu beten. Er hat seine Freunde, die Jünger, gebeten, dass sie mit ihm zusammen ihm helfen bei seinem Gebet zu Gott. Denn Jesus hatte schon ein bisschen Angst vor dem, was passiert. Doch seine Freunde, seine Jünger, die waren leider eingeschlafen. Und nachdem Jesus verraten worden war, waren die Soldaten gekommen. Sie hatten Jesus gefangen genommen und sie hatten ihn gefesselt und zu den hohen Priestern gebracht. Die hohen Priester, die hatten Jesus befragt: Bist du der Sohn Gottes? Ja, ich bin es. Bist du der Sohn Gottes? Ja, ich bin es. Dafür musst du sterben. Doch die hohen Priester, die durften niemanden zum Tode verurteilen. Das durfte nur Pilatus, der römische Statthalter. Die Pharisäer klagten Jesus an. Er sagt, er ist der Sohn Gottes. Dafür muss er sterben, das ist eine Sünde. Pilatus sah sich Jesus an. Er sah sein gütiges Antlitz. Er sah seine lieben Augen. Nein, dieser Mann kann doch kein Verbrecher sein, so dachte sich Pilatus. Doch die hohen Priester und Pharisäer hörten nicht auf, Jesus zu beschuldigen. Pilatus, denke doch, wenn er sagt, er ist der Sohn Gottes, dann sagt er doch zugleich, dass er über dem König, ja über dem Kaiser steht. Er wird den Kaiser stürzen, er wird das Römische Reich stürzen. Du musst ihn töten. Es ist ein Verbrechen, gegen den Kaiser vorzugehen. Pilatus wollte nicht glauben, was die Pharisäer sagten. Es stimmte, wer gegen den Kaiser ging, wer gegen ihn aufwiegelte und sich selbst über den Kaiser stellte, der musste mit dem Tod bestraft werden. Mit dem Tod am Kreuze. Doch dieser Mann? Und Pilatus befragte Jesus.
Jesus, bist du der Sohn Gottes? Ja, ich bin es. Jesus, willst du damit sagen, dass du ein König bist? Mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Pilatus wollte Jesus dennoch retten. Also ließ er ihn von seinen Soldaten mit einem alten Mantel bekleiden. Sie verspotteten ihn. Seht nur Jesus, der König der Juden. Er soll auch eine Krone haben. Und sie setzten ihm eine Dornenkrone auf den Kopf. Pilatus sagte zu den Pharisäern und den Menschen: Seht ihn euch an, euren König der Juden. Reicht es nicht, ihn zum Gespött der Leute zu machen? Doch die Pharisäer, die die Menschen auf ihre Seite gezogen hatten, die schrien nur: Kreuzige ihn! Doch so schnell gab Pilatus nicht auf. Noch eine letzte Möglichkeit gab es, Jesus zu retten. Es war ja die Woche, in der das Pessachfest, das große Passiafest, gefeiert worden war. Und zu diesem besonderen großen jüdischen Fest, da durfte Pilatus einen Gefangenen freigeben. Also ließ er aus dem Gefängnis Barabbas holen. Barabbas war ein wirklicher, schwerer Verbrecher. Er hatte geraubt. Er hatte gestohlen, ja, er hatte sogar gemordet. Seht her, ihr könnt wählen. Soll ich Jesus von Nazareth freilassen oder Barabbas? Wir wollen Barabbas! Wir wollen Barabbas! Kreuzige Jesus! Und so musste Pilatus folgen. Er ließ Barabbas frei und Jesus begann seinen schweren Weg. Jesus musste ganz alleine das schwere Kreuz auf den Berg Golgotha tragen. Viele Menschen verspotteten ihn, die ihm zusahen bei seinem schweren Gang. Doch auch viele, die weinten um ihn. Und es gab sogar welche, die Jesus beim Tragen halfen, wenn das Gewicht des Kreuzes zu schwer für ihn wurde. Jesus wurde an das Kreuz geschlagen und nur noch seine Mutter Maria und sein Lieblingsjünger Johannes waren bei ihm. Und schließlich war es vollbracht. Und Jesus von Nazareth
starb am Kreuz. Als es Abend wurde, da durften die Jünger ihren Herrn Jesus von Nazareth vom Kreuz nehmen. Sie brachten ihn zu einem Felsengrab. Sie rollten den Stein beiseite und sie legten Jesus hinein. Dies musste schnell gehen, denn am nächsten Tag war Sabbat. Und am Sabbat, da dürfen die Juden keine schwere Arbeit tun. Also brachten sie in aller Eile Jesus zum Grab. Sie wollten, wenn Sabbat vorbei ist, wiederkommen und seinen Körper mit guten, duftenden Ölen balsamieren. Als der Sabbat zu Ende war, da kamen die Frauen, um Jesus Körper zu balsamieren. Doch als sie zum Grab kamen, da war der Stein zur Seite gerollt. Und eine lichte, engelsgleiche Gestalt schien dort auf sie zu warten. Das Grab aber war leer. Wo ist unser Herr? Wo ist Jesus von Nazareth? Was hast du mit seinem Leichnam getan? Wo ist er? Wir wollen ihn mit guten Ölen einbalsamieren und mit weichen Tüchern bedecken. Ihr Frauen, ängstigt euch nicht und seid nicht mehr traurig. Denn Jesus, euer Herr, Jesus von Nazareth, den müsst ihr nicht bei den Toten suchen, sondern bei den Lebendigen. Er hat den Tod besiegt und ist wieder auferstanden. Geht und sagt es allen Menschen. Die Frauen konnten ihr Glück gar nicht fassen. Jesus? Jesus war nicht bei den Toten, er war bei den Lebenden. Und sogleich eilten sie zu den Jüngern, um ihnen von dem Glück zu erzählen. Der Engel hatte die Wahrheit gesprochen. Jesus lebte. Er war am Kreuz gestorben. Und ist als Sohn Gottes, als unser Heiland, wieder auferstanden. Vielen Menschen ist Jesus nach seiner Auferstehung begegnet. Er hat mit ihnen das Brot geteilt. Er hat sie berührt. Und er hat ihnen ihre Liebe gegeben. Ihre Liebe und die Gewissheit, dass der Tod überwunden ist. Seit damals und bis heute hat Jesus sein Leben, sein Wirken, seine Wunder und seine Geschichten bis in die heutige Zeit überdauert. Seitdem Jesus Christus
auf der Erde war, gibt es die Christen. Und seitdem er auf der Erde war, vertrauen viele Menschen darauf, dass der Tod überwunden wird. Dass der Tod, wenn ein Mensch stirbt, das Leben bedeutet. So, liebes Kindergartenkind, jetzt habe ich dir fast alles erzählt, was in meiner Kinderbibel über Jesus Christus drinsteht. Ich hoffe, du freust dich genauso wie ich. Und ich glaube, du weißt jetzt, dass die Kreuze, die wir überall finden, in den Kirchen und auch bei manchen Leuten zu Hause oder am Friedhof, dass sie gar nicht für den Tod stehen, sondern für die Hoffnung, für die Liebe und für das Leben nach dem Tod. Viel Freude mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Pfiat. Jesus lebt, ich freue mich, Halleluja. Jesus liebt das Ohr.